Ja. So, Leute. Es ist soweit. Ich habe ein Lenkrad. Wow. Ehre. Jetzt war das mal wieder ein Anlass, den Euro Truck Simulator 2 anzuwenden. Ich habe auch das Geräusch gerade mit meinem Noise-Gerät gemacht. Da würde ich doch mal sagen, wir haben uns eine kleine Strecke ausgewählt. Wir wohnen ja in Berlin, das haben wir ja schon gesagt. Und wir werden jetzt von, wo auch immer wir hier Posen holen. Wir werden jetzt von Posen nach Stettin fahren. Das ist jetzt unsere große Aufgabe und ich hoffe, dass wir niemanden umbringen werden. Ja, und dann würde ich sagen, ab dafür. Ich habe natürlich auch ein Gaspedal. Ganz vorsichtig. Achso, nee, nicht hochschalten hier. So, stopp. Und erstmal Blinker setzen. So, mit der Maus muss ich mich noch umsehen, weil ich nicht weiß, wie ich das mit dem Lenkrad mache. Aber das scheint alles clear zu sein. So, und jetzt erste Kurve mit dem Lenkrad. Das läuft. Ey, das läuft sogar richtig, richtig gut. Das läuft sogar richtig, richtig gut. Wo müssen wir lang? Nach links. So, Blinker setzen. Oh. So, ich habe hier ein Automatikgetriebe mit eingebaut erstmal, um mich auch erstmal an das Gerät zu gewöhnen. Ich habe das noch nie benutzt, aber ich muss sagen, das ist schon astreines Feeling. Generell können wir gerne in nächster Zeit auch öfter mal Dinge mit dem Lenkrad machen. Wir mit der Aller Ultras GmbH, ihr wisst ja Bescheid, wir sind ja expandierfreudig. Könnt ihr gerne auch mal Liebesbriefe in die Kommentare schreiben, was ihr... Oh mein Gott, das ist aber viel zu schnell. Ach so, das hätten wir. Das ist ein ganz anderes Feeling hier. Ich sag's, wie es ist, Bruder. Ich hätte gerne Liebesbriefe in den Kommentaren. Wenn ihr Bock habt, dann schreibt mir gerne mal einen Liebesbrief. Wenn ihr Bock habt, schreibt ihr ganz unten in euren Liebesbrief auch mit rein, welche Sache wir noch für uns erschließen sollen mit diesem astralen Lenkrad. Die Bremse, die funktioniert. Es ist alles neu für mich mit diesem Lenkrad, du. So, jetzt geh mal Vollgas hier über die Piste, du. Was ist denn mit dir? Da kommt von hinten, kommt was. Den habe ich gar nicht gesehen. Achso, Blinker setzen. Jo, und rein. Naja, was ich sagen will ist, schreibt mir mal irgendwelche Tipps, welches Game ich vielleicht noch mal mit dem Lenker daddeln soll. In die Comments. In die Comments. So. Aber ich muss sagen, es ist sehr akkurat. Das Feeling des Lenkrads. Es ist sehr akkurat. Das Lenkrad ist akkurat. Wir sind natürlich wie immer auf der Überholspur. Guck mal, der bleibt da stehen, Opfer. Ich hab schon wieder Schluck auf. Nee, warte mal. Oh, meine Bremse verabschiedet sich gerade. Perfekt eingebremst. Und Abfahrt. Tschüssi. Ja, das macht einen Heidenspaß. Der wollte mich überholen, der Vollidiot da hinter mir. Hast du gesehen? Blödsinn, ey. Wo ist denn hier meine Hupe? Oh, das war ein Warnblinker. Oh, ich muss Blinker setzen. Und vollen Gas. Mein Gaspedal, das verabschiedet sich hier immer vom Boden, du. So, jetzt hier aber hoch. Also, ich muss sagen, mit dem Lenkrad ist das alles viel zu easy. Ich kann das. Ich kann das. Ey, seht zu. Ich habe die Motor ausgemacht. Nee, habe ich nicht. Jetzt wird wieder angefahren im zweiten, im ersten, im vierten. Hä? So, sind wir jetzt schon da oder was? Ich habe mich verfahren. Ich habe mich verfranzt. Falsche Abbiegung. Wieso fahre ich denn da lang? Ich muss andere Seite... Ich habe sogar auf der anderen Seite geblinkt, glaube ich. Scheiße, wie machen wir das denn jetzt? Ey. Ey. Ey, ich stehe hier einfach nur. Und du fährst in mich rein. Ja, jetzt macht er seine Warnblinkanlage an. Kann ich auch, du. Und jetzt warnblinken wir um die Wette, oder was? Mach einen Abflug! Wie machen wir das jetzt? Rückwärtsgang. Ja, beruhigen Sie sich, Senior. So, jetzt müsst ihr wohl weiterfahren können. Oh, mein Hinterteil! Mein Hinterteil! Ach, du Scheiße. So, jetzt wieder nach vorn. Warnblinker aus hier. Okay, wir haben uns jetzt kurz verfahren, aber ich denke mal, das kriegen wir wieder hin. Wir bei der Aller Ultras GmbH machen in der Regel ja nicht so viele Fehler, ne? Das wird schon. Kann ich hier irgendwie links... Jo. Wir blinken hier ein. Wir fahren hier einfach... Querfeld ein. Im Polen interessiert das eh kein. So. Zack, und schon sind wir wieder auf Kurs. Segel setzen, Alter. Wir fahren jetzt nach Stettin. So, jetzt aber wirklich mal links. Ah, Bremse! Mir geht hier mal das Gaspedal flöten, du. So, jetzt hier fein abbiegen. Peak fein abbiegen, du. Wieder ab in den Zoll. Und stopp. Und 35 Euro Pain. Rein damit. Und Abfahrt. Oh! Da hat's gerumst. Warum hat's da jetzt gerumst?
War die Schranke noch nicht hoch oder was? Mein Gott, nur eins. So, wir können uns natürlich auch mal im Remssport. Ich werde hier noch LKW-Rennfahrer durch. Sag's, wie es ist. Ja, wir fahren jetzt nach Stettin. Da war ich im echten Leben auch schon mal. Einmal zum Fußball drinne. Das war eine Fahrt, du. Eine wilde war das. Eine absolut wilde war das. Eine ganz wilde war das. Es war wild. Aber jetzt mal ganz ohne Flachs, ne? Ich hab sogar Freunde, die das hier zocken, den ganzen Tag. Das macht jetzt mal eine Stunde Spaß. Aber jeden Abend sich hier hinsetzen, oh, ich fahre jetzt noch mal ein paar Touren. Stettin, Berlin, Alter. Hamburg, Bremen. Was ist das? Also. Jetzt auch noch ein Strafzettel. Wie viel? Was? 20 Kilometer zu viel? Jawohl. Dann muss ich mal hier die Begrenzung einhalten. Kann man hier auch die Geschwindigkeit halten, du? Und man kann sogar die Geschwindigkeit halten mit dem Gaspedal. Das ist ja komplette Ehre. Hier beim Eurobus-Simulator, Alter. Mein Licht anmachen. Oh, das ist zu viel Licht, oder? Nebel-Scheißwerfer? Egal. Aber ich sag mal so, mir ist das auch scheißegal. Hauptsache ich sehe was, oder nicht? Sind mir die anderen Autofahrer doch kackegal. Ich muss hier was sehen. Ich bin Bus-LKW. Aller Ultras. Ah. Fahrer bin ich, du. Guck mal, da ist die Konkurrenz vor uns. Wir treten aufs Gaspedal. Konkurrenz muss ausgeschaltet werden. Guck mal, der hat sogar Lichthupe gemacht, weil ich den Nebel-Scheißwerfer anhab. So, genannte Fans. Wir hauen uns gegenseitig aufs Maul. So, und jetzt pass auf. Schön weggedrängt, hast du gesehen? Den haben wir weggemacht, ey, geil. Aber ich, also wovon ich fasziniert bin, ist die wirklich akkurate Akkurarität. Ja, so nennt man das. Hier beim Autobus-Simulator, Alter. Vom Lenkrad her. Ich laber eine Scheiße, du Walla. Ich sitze hier auch wie so ein kleines Kind, also. Oh, ich hab ein Lenkrad. Ach, Mann, ey. Ich muss endlich eine Frau finden, ey, ehrlich. Ich fände halt bei solchen. Oh! Hui, hui, das war aber knapp. Disco Pogo. Dingelingeling. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das heute mit dem Einparken hinbekommen. So, erstmal Blinker rein. Und jetzt Abfahrt. So, da sind wir doch schon. Wir wollen jetzt hier natürlich die maximale Anzahl an Punkten bekommen. Deswegen werden wir jetzt rückwärts einparken. Wir versuchen es nochmal. Jetzt mit dem Lenkrad, versteht ihr das? So, jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Wir werden jetzt hier erstmal schön einparken. So, jetzt rückwärts. Ohne gucken. Oh, so, so. Nee, so. Wir kriegen das hin. Wie sieht das aus? Ich sag mal so, das war jetzt nicht so akkurat, wie ich mir das vorgestellt habe. So, und jetzt rückwärts. Einfach nur rückwärts. Nee, oh, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Scheiße, Bruder, scheiße, Bruder, scheiße, Bruder. Das ist gar nicht so einfach, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe, bin ich ehrlich. Ha! Versuchen wir nochmal. Ja, so geht's. Also, so geht's ja easy. Pass mal auf. Mit Gewalt geht... Oh! Manchmal geht's ja mit Gewalt, ne? Ja, das hat gut funktioniert. Ausgezeichnet, ja, das weiß ich. Dass das ausgezeichnet war. Oh, Betonbodenplatten. Die würde ich dir mal verliefern. Ist zwar der schlechteste Auftrag, was so die Bezahlung angeht. Aber ich sag mal so, ich will mal auch schön in den Osten und im Norden. Weißt du, wie ich meine? Weißt du wirklich, wie ich meine, oder? Nein? Egal, wir fahren mal los. So, erstmal Motor starten. Voila. Seid doch mal ehrlich, mit mir wollt ihr auch mal eine Runde drehen. Ihr würdet mit mir doch auch eine Runde fahren, oder nicht? Mit dem Kalle Schninski, Schninski, Koschinski, Alter. So. Was ist denn da jetzt nämlich reingefahren? Auto. Unfall verursacht 120? Alter, das ist ja billiger als ein Puff hier. Wir fahren glatt 80. Als hätte ich es im Urin gehabt, wie schnell ich fahren muss. Alles wieder normal. Was machen Trucker denn den ganzen Tag? Also kein Wunder, dass die langweilig ist. Ich könnte jetzt hier natürlich mein Handy nehmen, aber das darf man am Telefon, am Auto, am... Nein, du weißt ja schon. Ich habe hier noch einen Kaffee. Juli, ich bin jetzt ein bisschen holprig gefahren, aber mach mal auf cool jetzt. Guck mal hier. Ausfahrt. Guck mal, alles mit einer Hand. Auf easy. Auf komplett einfach. Jetzt links aber. Überhaupt kein Thema. Alles mit einer Hand, du. So, da kriegt jetzt hier schön Nebel. Ja, also. Da hat sich das 300 Euro Lenkrad hat ja richtig gelohnt hier. Ah,
Na, 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 na. Wir können mit dem nächsten LKW, der uns vor die Puperze kommt, hier schön mal Angsthase spielen. So, hier. Oh, das habe ich aber noch mal gerade hinbekommen. Oh! Nebelscheinwerfer gehen noch. Das haben wir wieder eine weitere Folge Euro Truck Simulator mit Lenkrad. Abonniert den Kanal.